aktuelle Tourismusbilanz zahlen fast auf Vor-Corona-Niveau. Die Sehnsucht nach Hamburg ist wieder richtig groß. Die Tourismusbranche erholt sich. Im Jahr 2022 gab es in der Hansestadt 14,7 Millionen touristische Übernachtungen, rund 95% mehr als im Vorjahr. Man kann sagen, dass der Tourismus ganz grundsätzlich wieder enorm Fahrt aufgenommen hat. In Hamburg mit einer Geschwindigkeit, die tatsächlich ziemlich viel Mut macht und selbst die zuversichtlichsten Prognosen von Anfang letzten Jahres noch übertroffen hat. Die gute Entwicklung speist sich aus einer starken Nachfrage von Gästen aus Deutschland. Hier erreicht Hamburg mit 11,6 Millionen Übernachtungen schon wieder das Volumen vom Jahr 2019. Mit rund 3,1 Millionen ist die Zahl der internationalen Übernachtungen ebenfalls gestiegen. Ein wichtiger Faktor waren die Corona-Hilfen, die gut angenommen wurden. Diese Hilfen und diese Investitionen in die Tourismusbranche haben dazu geführt, dass wir jetzt auf ein sehr positives Jahr zurückblicken können, dass auch Neustart wieder möglich geworden ist, da wo er erforderlich war, und dass es insgesamt jetzt tatsächlich viel Gutes aus dem letzten Jahr zu berichten gibt. Trotz der positiven Entwicklung hat die Tourismusbranche ordentlich zu kämpfen. Mit steigenden Energiekosten und vor allem Fachkräftemangel. Mindestens 8000 Beschäftigte fehlen aktuell. Und das wichtigste Thema für die Branche ist einfach der Arbeitskräftemangel. Da reden wir auch gar nicht mehr nur von Facharbeitskräftemangel, sondern wirklich Arbeitskräftemangel. Das ist eine riesengroße Herausforderung für viele Branchen, aber für diese Branche ganz besonders. Und von daher ist es gut, wenn auch seitens der Politik und der Verbände dort an Lösungen gearbeitet wird. Die Hamburg Tourismus GmbH geht auch für dieses Jahr von einem Zuwachs der Tourismuszahlen aus. Dafür sorgen viele große Events wie die Feierlichkeiten um den Tag der Deutschen Einheit, die Hamburg dieses Jahr austrägt.